Der Internetauftritt des Rostocker Klinikums Südstadt gewann Silber im bundesweiten Wettbewerb der Krankenhauswebseiten. Zum zweiten Mal landet das Klinikum unter den Top 10 der Deutschlandbesten, eine absolute Ausnahme. Von Platz 5 im vergangenen Jahr gelang nun mit Hilfe der hiesigen Werbeagentur Jakota der Sprung auf das Siegertreppchen. Insgesamt 223 Kliniken nahmen am Wettbewerb teil. Die unabhängige Jury nahm jeden möglichen Aspekt genau unter die Lupe. Vom allgemeinen Design über Sprache bis hin zur Eignung für Menschen mit Handicap. Das Ergebnis lautet: zweitbeste Klinik-Webseite Deutschlands. Das ist ein Auswahlkatalog von über 200 Kriterien, den wir prüfen, wissenschaftlich prüfen. Und es gibt nicht ein einzelnes Kriterium, weshalb man jetzt diesen Preis gewinnen kann, sondern man muss in allen, ich sag mal, besonders gut sein. Und das Klinikum hier in Rostock hat natürlich zum einen gute Informationen, es hat einen klaren Webseitenaufbau, es bietet eben Dinge, die jetzt nicht andere Häuser auch in dieser gleichen Qualität anbieten. Wir haben es nicht mit gesunden Menschen zu tun, wenn uns Patientinnen und Patienten suchen, sondern es gibt möglicherweise eine Einschränkung. Und die haben wir mit dem Auftritt unserer Seiten versucht zu lösen, indem wir erreichbar sind und für jede mögliche Fragestellung auch die richtige Antwort geben können. Es gibt 1300 Beschäftigte. Viele Leute, die das Ganze interessiert und die auch natürlich Interesse haben, dass diese Website gut und informativ ist, diese Leute zusammenzubringen, deren Bedürfnisse zu erfahren und dann auch entsprechende Umsetzung zu finden, das ist sicherlich die schwierigste Aufgabe an der Sache. Ein Ass im Ärmel der Klinik-Webseite, auf allen Fotos sind reale Mitarbeiter zu sehen. Auf eingekaufte Bilder wurde bewusst verzichtet. So können Patienten, Ärzten und Schwestern per Internet in die Augen schauen. Eine Idee, die Vertrauen schafft.